Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Carbon. In der letzten Folge haben wir uns am Ende diesen schönen Wagen gekauft, den wir jetzt hier gerade vor uns sehen. Das müsste der Shelby GT 500 sein. Wir können es uns nochmal anschauen hier. Das ist ein Stufe 3 Wagen der Muscle Car Klasse. Und ich habe ihn noch gar nicht ausprobiert. Wir werden in dieser Folge mal schauen, wie gut der sich so fährt. Wir machen natürlich in Silverton weiter mit den nächsten Rennen. Ach stimmt, hier fehlt noch eins bei dem nächsten Territorium. Das ist die Canmer Downs. Gut, ja, was wollen wir da mal machen? Die Deadfall-Kreuzung müsste eigentlich... Ach stimmt, das war das gegen Darius. Gegen Wolf. Stimmt, sorry. Ist schon wieder etwas länger her, deswegen erinnere ich mich jetzt nicht mehr ganz so gut daran. Ja, wollen wir es versuchen? Dann versuchen wir es. Mit unserem neuen Wagen, da haben wir auch schon, glaube ich, alle Upgrades drauf angewandt, die man anwenden kann. Also die ich aktuell anwenden kann, zumindest. Deswegen hoffen wir einfach mal, dass das jetzt funktioniert. Ein Muscle Car ist natürlich jetzt vielleicht nicht für den Canyon die beste Wahl. Aber von den Werten her sah der halt einfach richtig gut aus. Vor allem, weil es halt auch einfach ein Stufe 3 Wagen ist. Oh, aber bei den Kurven habe ich, glaube ich, einen starken Nachteil. Boah. Ja, müssen wir einfach mal gucken, wie das laufen wird. Ich kann ein bisschen vielleicht die Handbremse sogar einsetzen. Müsste ich mal ausprobieren, ob das was bringt. Oh, also das ist wirklich, da muss man sich sehr konzentrieren hier, deswegen kann es sein, dass ich mit nicht ganz so viel reden kann. Ja, vor allem mit so einem Muscle Car. Ob das wirklich eine gute Wahl war, den zu kaufen. Noch bin ich nicht vollkommen überzeugt. Wir werden uns das Ergebnis mal ansehen. Boah. Kommen wir hier ganz weit weg. Ja, wir müssen nochmal so zu einer Passage kommen, wo hier eine längere Gerade ist. Ja, 100 Meter oder was? Meine Güte, ey. Na komm schon. Wolf, mach's mir nicht ganz so schwer, bitte. Boah. Ja, natürlich wird er nicht auf das hören, was ich hier sage. Wir müssen einfach... Ja, wir müssen mehr geben, mehr Leistung zeigen und jetzt nicht vollkommen rausgehe. Das können wir direkt neu starten. Das sehe ich schon, dass das nichts wird. Ja gut, jetzt habe ich mich vielleicht mal ein bisschen eingefahren mit dem Wagen. Ja, muss man ja auch erstmal... Also das Handling ist wirklich halt typisch für einen Muscle Car. Nicht so unbedingt toll. Ja. Wow, wow, wow. Ich kann nur hoffen, dass ich es trotzdem irgendwie gebacken kriege hier. Das Canyon-Duell gegen Wolf. Ja, wir müssen einfach uns mal überraschen lassen, ob das hier was wird. Ich komme ja an den... Ach, Mann! Ja, und dann kann ich halt... Ich kann auch keinen Speedbreaker einsetzen. Ach, Mann, ey, das ist doch schon wieder... Das ist doch eigentlich schon wieder zum in die Tonne treten, ey, der Versuch hier. So, jetzt sind wir nah dran. Ja, wenn ich nah an ihm dran bin, dann drückt er richtig aufs Gas, habe ich so das Gefühl. Rammen darf ich ihn ja auch nicht, weil sonst verliere ich 5000 Punkte. Ja. Oder versuchen einfach mal das andere Rennen, das wäre vielleicht auch eine gute Idee. Ach man. Also wie gesagt, an den Stellen, wo nicht ganz so viele Kurven sind, kommen wir eigentlich ganz gut ran. Und da, wo es in die Kurven geht, ist eher mir überlegen. Ja, 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 komm. Gib Gas. Boah.
Muss mich wirklich konzentrieren hier. Ach, lenk bitte Wagen, mein Gott. Da fahr. Ach, meine Güte. Es sind so viele Kurven hier wirklich für den Wagen. Ah. Gleich müssen wir das Ganze nochmal fahren hier. So, hier müssen wir aufpassen. Bin ich, glaube ich, schon mal runtergefallen. So, jetzt Vollgas. Komm schon, Wolf. Los, jetzt nochmal richtig nah ran. Naja. 192.791. Ja, klingt jetzt gar nicht so wenig, ehrlich gesagt. Ja, jetzt sind wir hier vorne. Und er verfolgt uns. Mal gucken, was jetzt passieren wird. Ich bin gespannt. So, ja, komm. Gib richtig Gas hier. Also das mag ich eigentlich lieber, wenn ich selber vorn fahre und wir verfolgt werden. Dann hat man irgendwie so... Weiß nicht. Oh. Ach, ja geil. Ja, ist schön, super. Ja, toll, weißt du? Ja, er könnte mir eigentlich so locker... Was war denn das gerade? Hä? Das hat mich seine Einblendung gerade richtig irritiert. Er könnte eigentlich so... Hätte jetzt locker davonziehen können. Als er mich überholt hat, aber natürlich hat er es nicht gemacht, weil er eigentlich hinter mir fährt. Ja. Da war er gnädig mit mir quasi. Komm, Lenkwagen, Mann. Und dann driftet er so komisch raus, ey. Eigentlich würde ich sowas mit Speedbreaker einfach korrigieren, aber natürlich darf ich sowas hier nicht verwenden, ne? Ach, Mann. Boah, das ist echt, echt hart. Aber wir halten ihn eigentlich ganz gut weg, gerade. Oder so mäßig. Komm, Wagen. Tja. Also auf einer geraden Strecke würde ich ihn sicher abziehen. Aber hier ist es schwierig, aber wir gucken mal. 45.000 Punkte noch. Wir sind jetzt bei 74%. Ja, und jetzt verlieren wir richtig viel. Diese Kurve nicht richtig genommen habe, Alter. Also ich habe jetzt auch gar nicht versucht, die Handbremse einzusetzen, um ehrlich zu sein. Aber ich weiß auch gar nicht, was das bewirken würde. Oh. Alter. Ja, das haben wir verloren, Alter. Ach ja, weil er so uns so ewig überholt hat, ey. Nee. Wir versuchen mal das andere Rennen, würde ich sagen. Was haben wir hier noch? Kontrollpunkt, ja. Komm. Let's go. Da haben wir nämlich auch Speedbreaker und ja, ich glaube, das ist ein bisschen einfacher. Wir versuchen es einfach mal. Nitro haben wir auch. Was war das jetzt? Komischer Leck. Schon wieder. Okay, von sowas lassen wir uns natürlich nicht beeindrucken. Wow. Hier sollen wir abbiegen. Okay. Okay, mache ich. So, 5 Kontrollpunkte sollen wir durchfahren. Wieso leckt das hier jetzt immer so kurz? Ich weiß es nicht. Wow. Dem bin ich ganz gut ausgewichen. Den kleinen Häuschen da auch. So, jetzt kommt der... Achso, nee, wir müssen einfach nur rechtzeitig da sein. Stimmt. Ich habe jetzt kurzzeitig gedacht, wir müssen da mit einer hohen Geschwindigkeit durch. Ist ja natürlich Blödsinn. Einfach nur rechtzeitig da sein. Ja, ich glaube, das ist eigentlich bisher immer sehr einfach gewesen. Eigentlich hätte ich das schon viel früher versuchen sollen hier. Aber na gut. Ja, aber ich glaube, wir müssen am Ende sowieso jedes Event machen, aber
Ja, man kann sich die schweren Events ja fürs Ende eigentlich aufheben, weil ich glaube, da werden wir dann auch bessere Wagen haben. Am Ende des Spiels. Denke ich zumindest mal. Wissen kann ich es nicht. Ja. 55 Sekunden noch übrig. Das ist eine Menge. So, hier ist noch eine Abkürzung. So, hier rechts auch nochmal. Boah, ist aber wirklich kurvig die Strecke. So, hier auch nochmal ein bisschen abkürzen und ach, hier auch, ne? Wow. Die ganze Strecke ist voller Abkürzung. Die habe ich jetzt nur gerade und jetzt ist unser Speedbreaker leer. Au. Ja, die habe ich jetzt gerade ganz ja, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Kurzfristig gesehen. Ihr wisst schon, was ich meine. Daran habe ich mich jetzt nicht mehr erinnert, an diese Abkürzung eben, meinte ich. So. Ja. Wieder 55 Sekunden. Also, ja, wir hatten auf jeden Fall noch genug Zeit übrig. Ich weiß gar nicht, ob hier auch sowas mit Beeil dich angezeigt wird, wie bei Most Wanted. Ich glaube schon. Würde ja auch eigentlich nur Sinn machen. Sind wir jetzt hier in so einer Wüstengegend oder was? Oder warum wachsen hier Kakteen? Hm. Gute Frage. So. 23 Sekunden noch. Bis zum nächsten Kontrollpunkt. Ja, also es ist wirklich besser, wenn man sich einfach die schweren Events bis zum Schluss aufhebt. Die laufen einem ja nicht weg. Man kann die ja immer noch dann schaffen. Aber es ist einfach einfacher, wenn man dann bessere Wagen hat später. So, wann kommt denn der nächste Kontrollpunkt? Hier können wir die Abkürzung nehmen. Ich glaube, die erspart uns auch ein bisschen Weg. Auch wenn da so eine gemeine Doppelkurve hier kommt. Am Ende der Abkürzung. Trotzdem sollte es ein bisschen schneller gehen. So, und jetzt geht uns schon wieder der Speedbreaker aus. Das ist wirklich gang und gäbe, dieses Problem. So, jetzt sind wir hier dieser schönen Hauptstraße mit den zwei Seiten. Die gefällt mir eigentlich ganz gut und da ist auch schon das Ziel. Ja, das war auf jeden Fall einfacher. Ja, gut. Ja, hätte ich eigentlich früher machen sollen, dieses Event, stimmt. Nissan 350Z. Ja. Und somit haben wir das nächste Territorium erobert. Die Chevrolet Corvette Z06 haben wir dadurch auch noch freigeschaltet. Und ja, dann fehlen jetzt nur noch vier Bezirke, nee, fünf Bezirke. Ja, ja. Und wollen wir weitermachen? Machen wir quasi so das hier oben, würde ich sagen, als letztes. Machen wir hier weiter, wo wir gerade schon sind. Dabei handelt es sich, also wir haben die Canberra Downs jetzt erobert und wir machen jetzt Neon Mile. Cooler Name. Passt wahrscheinlich auch gut zu dem Gebiet. So, was könnte denn einfacher sein? Ja, okay. Radarfalle oder Kontrollpunkt? Kontrollpunkt. Das war auch gerade ein Kontrollpunkt, ne, was wir gemacht haben, ja. Dann machen wir mal das Kontrollpunkt dran. Die finde ich eigentlich relativ einfach. Also ich denke mal, das jetzt hier wird auch noch sehr einfach sein, weil ja, das andere, was wir gerade eben gemacht haben, war ja auch relativ einfach. Boah, hier rechts auf der rechten Seite, das sieht echt cool aus. Diese ganzen Neonlichter da. Also, passt wirklich, der Name passt wirklich gut zu diesem Gebiet. Troy. Ja. Also vorher habe ich ja die Events, oh, da wäre eine Abkürzung gewesen. Vorher habe ich die Events immer nach der Länge ausgesucht, die wir fahren. Und jetzt sucht die lieber nach dem Event-Typ aus. Also, ja, Kontrollpunkt ist, glaube ich, einfach wirklich das Einfachste, was man hier machen kann. Und hier gibt es echt richtig viele Abkürzungen in diesem Gebiet. Ich glaube, noch mehr als bei den anderen Gebieten.
So, hier oben fährt eine U-Bahn lang. Die sieht man gerade nicht, aber ich glaube, manchmal sieht man die. Finde ich auch ganz cool. So, dann schauen wir mal, wie viel Zeit wir noch haben. 20 Sekunden und da vorne ist schon der nächste Kontrollpunkt. Den sollten wir locker bekommen. Ja, so sieht's aus. Und schauen wir mal, wie das Rennen hier weiterhin verlaufen wird. So, jetzt hier diese mehreren kleinen Abkürzungen hintereinander. Die nehmen wir natürlich alle mit. Ja, leider ist jetzt der Speedbreaker schon wieder leer. Und hier, das nehmen wir trotzdem noch mit, diese Abkürzung. Ja, also ich glaube, mit dieser neuen Eventauswahl, die ich ab jetzt anwende, sage ich mal, kommen wir ein bisschen besser voran. Wenn wir die schweren Events, die schweren Renntypen erstmal außen vor lassen. Erstmal die quasi Renntypen machen, die mehr für unseren Wagen auch geeignet sind oder die einfach einfacher sind. Ich glaube, das passt ganz gut. Hey, was ist denn das für ein Stopper? Schade, dass man jetzt die Zwischensequenz nicht sieht. Für den jeweiligen Stopper. Wenn man den runterholt. Ja, das muss man halt dann tun, wenn man mal eine Verfolgungsjagd hat. So, jetzt hatten wir nur noch 16 Sekunden übrig. Oh, jetzt habe ich die effektive Abkürzung leider verpasst. Man sieht sogar die Brücke hier, wo man dann rüberfährt. Coole Sache. Wenn man rüberfahren würde. Okay, zwei Kontrollpunkte fehlen noch. Das sieht nur momentan auch relativ gut machbar aus. Wir werden einfach mal schauen, ob wir das hier schaffen werden. Ja, es ist wieder 16 Sekunden Zeit, also das ist wirklich ein ordentliches Zeitpuffer oder ein ordentlicher Zeitpuffer, besser gesagt, den wir hier haben. Wir können auch hier jetzt mal abkürzen durch. Ja, was ist das eigentlich? Ist das nicht so ein quasi so ein unterirdischer Eingang für dieses Haus dort? Könnte ja sein. Ich weiß jetzt nicht, was das genau ist für ein Gebäude da. Vielleicht irgendeine Konzerthalle oder so. Wer weiß. Ja, wir hatten noch 21 Sekunden Zeit, 20.000 Geld und Getriebestufe 3 Straßenpaket haben wir freigeschaltet. Supi! Ja, da haben wir sie gesehen, die U-Bahn. Habt ihr sie gesehen, Leute? Die ist hier lang gefahren. Ja, dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge weiter. Mit dem nächsten Rennen, das wird dann... Achso, wir müssen ja das machen. Ja, okay. Dann machen wir diese Radarfalle noch. Also, sonst erobern wir es halt nicht. Das ist halt die Sache. Ja, dann kehren wir noch kurz zum Unterschlupf zurück. Wir haben jetzt 55% Karrierefortschritt, wieder ein bisschen was geholt. Zum Glück. Und ja, dann geht's in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich fürs Ansehen. Hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Bewerten nicht vergessen. Also dann, bis zur nächsten Folge und tschüss. We'll be right back.